Das schöne Gefühl, das heißt die nächste Geschichte, das schöne Gefühl, das kennt auch jeder. Keine Angst ist. Geht schon. Eigentlich geht es immer nur darum, um das schöne Gefühl. Jedenfalls ist es bei mir der Fall. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es bei anderen auch so ist. Und sicher ist das schöne Gefühl für jeden irgendwie anders, aber im Grunde auch irgendwie gleich. Es löst Dinge aus. Im Körper oder im Geist, in der Seele, wie immer man das nennen möchte. Eine Art von Behagen, wie die Vorstellung, im Winter vor einem Kamin zu sitzen. Ein Zustand, bei dem man gerne tief einatmen und beim Seufzen und Ausatmen all das Negative, das Unbehagen, den Stress oder die Ängste freigibt. Sie verschwinden sicher nicht, aber sie verlieren an Gewicht und an Bedeutung. Ich habe das Gefühl in letzter Zeit etwas häufiger. Vor 20 oder 30 Jahren war es eher eine Seltenheit. Das lag mit Sicherheit nicht an fehlenden Gelegenheiten. Ich habe es einfach nicht erkannt oder nicht zugelassen. Warum auch immer. Bei gutem Essen, außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen, da blitzt es manchmal ganz kurz auf. Es ist mir einfach anzusehen, ich lächle dann. Die Intensität ist sehr unterschiedlich. Von ganz kurzen Momenten bis hin zu komplett vereinnahmenden Schauern kann alles dabei sein. Wenn ich mit feinem Schmiergel bearbeitetes Holz anfasse, dann ist es da, ganz kurz. Klettpatches von ihrem Flausch zu reißen, finde ich toll. Die ersten 10 Sekunden unter heißem Wasser in der Dusche, bei dem man sich fragt, ob man gerade friert oder die Gänsehaut nur ein Aufbäumen der Seele ist. Knisternde Poprocks, die im Mund zerplatzen und durchlaufende Sekundenzeiger bei Automatikuhren zu beobachten, das finde ich toll. Lächeln, das schöne Zähne freilegt, feste Zahnspangen bei erwachsenen Frauen, genauso auch Frauen ohne Zahnspangen mit Anomalien der Eckzähne. Lagerfeuer und das Geräusch von hohen Schuhen auf Beton. Limericks, die beiläufigen Blicke von Christopher Walken wegen eines Interviews, mit Geschwistern über längst vergessene Familiensitten zu reden, wohlklingende Wörter wie Krokodil, Erstgeborener, Hoheitsgewässer und Alarmanlagen. Schöne Hände und schöne Füße, das Geräusch des Tastenanschlags beim MacBook, der erste Löffel aus einem weichgekochten Ei mit Maggi oben drauf, nach dem Friseurbesuch mit der Hand durch die Haare zu fahren und der erste Atemzug nach dem Verlassen des Flugzeugs. Aber auch Dinge, von denen ich keine Ahnung habe, wie zum Beispiel das Lächeln des eigenen Kindes, wenn man sich morgens mit dem Rand des Bettchens beugt. Cola-Fläschchen von Haribo und Peanut Butter Cups. Die Meldung Download beendet. Sandburgen mit Wassergraben. Der Moment, wenn du in die Badewanne steigst und die Eier gerade ins heiße Wasser eintauchen. Da lacht immer nur die Hälfte. Letztes auf Frauenfestival gewesen. Jemandem eine Freude zu machen und zu sehen, wie sich Tränen in den Augen des anderen sammeln. Eine ehrliche, feste Umarmung, die länger dauert, als man sie selbst geben wollte und man dann nochmal extra fest zudrückt. Der Geruch von erhitztem Staub, der in den ersten Minuten nach dem Anstellen der Heizung durch den Raum schwebt, der Geruch von frisch gemähtem Gras, der Geruch der Hundedecke, den Hundeohren, den Hundepfoten und die Freude des Hundes, wenn man nach Hause kommt und er sich so benimmt, als wenn man 3 Jahre auf Weltreise gewesen war, wo man nur an der Bude Bier und Kippen geholt hat. Die Brille nach dem Putzen wieder aufzusetzen und alles in Full HD und Realtime zu sehen. Kellner beim Gläserpolieren zu beobachten. Eine Mozartkugel genau in der Mitte durchzureißen. Die Stille zwischen den Tiergeräuschen im Wald. Und genau die richtige Menge Soße zum Kartoffelpüree zu geben. Das Ausstrecken der Beine am Morgen nach dem Aufwachen und dabei seltsame animalische Laute von sich zu geben. Das Schaukeln in einer Hängematte, mit der Hand gegen den Strich über Nubukleder zu streichen und das Ganze auch wieder in die andere Richtung. Die erste Mandarine des Jahres, die gut schmeckt und keine Kerne hat. Das Benutzen eines Schuhanziehers, Lesen vor Publikum natürlich. Videos, bei denen die Musik perfekt zum Bild passt. Und der Moment, wo der Tätowierer sagt, fertig. Wahrscheinlich fällt jedem von euch in diesem Moment mindestens eine Situation ein, die ich nicht auf meine Liste setzen würde. Vielleicht auch mehr als mal. Andere grinsen und nicken vor sich hin, weil die Momente ihren eigenen Momenten ähneln oder es exakt die gleichen Momente sind. Bei manchen Menschen ist es vielleicht etwas, das wir verabscheuen, abgrundtief hässlich oder auch moralisch zutiefst verwerflich finden. Ich habe auch nur versucht, es zu beschreiben, aber das ist gar nicht so einfach. Weil es so gleich und doch so unterschiedlich sein kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die das gar nicht haben.
Es gibt vielleicht Leute, die in vielen Bereichen verschiedene Ansichten haben, die Dinge unterschiedlich wahrnehmen und empfinden, aber ich glaube, es ist genau das, was uns alle gleich macht, was uns vereint. Es ist das, was uns menschlich macht. Das schöne Gefühl.